Servus Leute und herzlich willkommen zum Freitagsvlog. Ja, bei mir ist Mittwoch, ich stehe hier unten an der Garage, ich habe gerade mein Futter fertig aussortiert. Steht jetzt da, das machen wir an 7 Kisten. Ich habe da eine Kiste wieder für meine Pferde zusammengekriegt, oder fürs Pferd und für den Esel. Ich denke immer noch an Pferde. Ja, das ist für die hinten. Und die Eimer da, bis auf den transparenten da hüben, die sind für die Schweinchen und Hühner gedacht. Ja, mal eben auf die Schnelle gemacht, ging ja relativ zügig. Und mein Biomüll lag gleich weg, das war nicht einmal ein ganzer Matteleimer. So gefällt mir das, wenn nicht viel Biomüll drin ist. Ja, dann haben die jetzt auf alle Fälle wieder was zu fressen für die Woche und dann schauen wir mal. Tja, da bin ich doch glatt unterbrochen worden. Ja, ich habe vorhin eigentlich auf was gewartet. Eine Arbeitskollegin von mir, die hat mir heute noch 2 Hühner vorbeigebracht. Das sind Zwergseitenhühner. Die hat sie übrig gehabt. Ist ein Gegerler und ein Henner. Naja, die sind jetzt unten mit bei meinen drin. Da habe ich vorhin drauf gewartet gehabt. Ja, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Morgen, wenn die mit rauskommen. Die zeige ich euch auf alle Fälle auch. Schauen urig aus. Sind ganz goldiger. Die müssen sich jetzt erst unten im Stall akklimatisieren. Ich habe jetzt gerade noch ein frisches Wasser und ein Futter unten rein. Und ja, wird sich dann zeigen. Gut, sonst passiert heute nichts mehr weiter. Ja, ist halt einfach wieder so. Ich sage, unter der Woche ist wenig los. Das letzte Video, was gestern am Dienstag rauskam, war ja relativ lang. Und das Video jetzt dann morgen wird halt wieder eher kürzer. Ist halt leider. Naja, so ist es halt. Tja, jetzt kommt auch noch eine kurze Fortsetzung von dem Video am heutigen Mittwoch. Ja, mein Zusatzakku für die neue Kamera, also für die GoPro Hero 7, die ich jetzt hier gerade in der Hand habe, sind gekommen. Und außerdem meine Schutzfolien. Und die habe ich jetzt drauf gemacht und die alten Folien runter und hei, wäre nein. Also die alten Folien waren schon ganz schön zerkratzt. Ich verspreche mir jetzt da davon, dass das Bild jetzt noch viel, viel gestochen scharfer und besser sein sollte. Ja, ob es das ist, mal gucken. Das könnt ihr jetzt quasi an dieser Stelle beurteilen. Auf jeden Fall Schutzglas vorne und Schutzglas hinten drauf. Jetzt ist er auch ganz gut und effektiv gegen Kratzer geschützt. Ich meine, man könnte zwar das Glas vorne in die Linse austauschen bei der 7er, aber wenn es nicht sein muss, dann schützt man das doch. Ich meine, das Handy schützt man ja irgendwie mit einer Hülle. Leider ohne Glas, wegen der Form. Weil ich ja dieses Note 7 habe und das ist ja seitlich so ein bisschen... Quatsch, Note 7 sage ich. Note 8. Und das ist seitlich ja so etwas gewölbt. Und da ist kein Glas drauf, aber hier auf der Kamera, da kann man Glas endlich nutzen. Sehr schön. Und sollte jetzt dann hoffentlich auch funktionieren. Touchscreen funktioniert ganz gut. Das geht. Und der Rest wird sich zeigen. Ja, das war jetzt noch das kurze Update für heute. Also ist, wie gesagt, wird nicht viel passiert. Wir stehen jetzt gerade hier in meinem Schlafzimmer. Das Bett schon fertig für später. Meine Wäsche für morgen schon zusammengepackt soweit. Brotzeit für morgen ist zusammengepackt. Ja, und jetzt werde ich mich da noch einmal hinsetzen. Jetzt werde ich vielleicht noch mit Xbox spielen. Darf auch mal sein. Ja, da draußen im Flur steht da noch meine Vitrine mit meinen ganzen Schleppermodellen. Ja, passt ja auch ganz gut hierher, finde ich. Das macht sich doch gut. Ja, und da hüben hängt noch der Arion 650. Ja, schöner Schlepper. Interessanter Schlepper, aber in echt nicht bezahlbar. Ja, hier im Wohnzimmer ist gerade ein wenig angeschürt. Ich werde, wie gesagt, da noch ein wenig Xbox spielen. Die steht ja hier mit unter meinem Fernsehen. Und da werde ich mich jetzt ein wenig hinsetzen, weil ich da immer wieder gefragt werde, was spielst du eigentlich so, wenn ich einmal dazu komme zum Spielen, wenn ich einmal Zeit habe und wirklich Lust und Laune, dann setze ich mich abends noch, entweder ich spiele dann Xbox, dass ich da mal GTA 5 spiele, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder alte Hut, oder ja, dann Ghost Recon Wildlands oder jetzt aktuell Sniper Ghost Warrior Contract, den gab es im Angebot. Oder am Computer natürlich dann LS19, LS17 spiele ich ab und an einmal noch. Wobei jetzt eigentlich auch schon wieder länger nicht mehr, muss ich sagen. Auch der 19er nicht.
Das Wetter war draußen noch so, ich habe draußen noch genug zu tun gehabt. Also meistens kommt es bei mir vor, dass ich mal spiele, wenn ich abends dann drin sitze, kurz bevor ich ins Bett gehe, dann nehme ich mir noch ein bisschen Zeit und spiele, weil im Fernsehen kommt meistens eh nichts Gescheites dran. Von daher gucke ich da auch so gut wie nie. Und ja, dann wisst ihr jetzt, was ich da so mache. Das sind halt immer so ein paar einfache Sachen. Gut, dann war es das jetzt aber definitiv für den Mittwoch. Dann ist für den Mittwoch jetzt Feierabend und wir sehen uns dann morgen am Donnerstag wieder. So Leute, wir haben Donnerstagabend mittlerweile, wie immer. sieht man ja da an dem Fenster. Warum schwitze ich so? Ja, ich bin heute heimgekommen und ich habe mich entschieden, ich mache meinen Stall sauber. Den Hühnerstall und den Schweinestall gleich dazu. Ja, weil morgen habe ich ja was vor, wisst ihr ja. Ich gehe ja morgen am Freitag, also wenn ihr das Video seht, Kühe angucken. Oder habt dann die Kühe schon angeguckt. Und ja, da funktioniert es dann natürlich mit Freitag ausmisten nicht. Aber das tut nichts zur Sache, deswegen mache ich es heute. Wir sind jetzt bei den Hühnern unten. Ich habe gestern gesagt, ich habe auf meine Arbeitskollegin gewartet, dass sie mir Hühner bringt. Zwergseitenhühner, die habe ich euch gestern ja dann nicht mehr gezeigt. Das mache ich dann auf diesem Wege heute mit, weil gestern wollte ich sie dann einfach da unten in Ruhe lassen. Der Stall war soweit zusammengekratzt, zusammengeschort. Futter hatten sie schon, weil meine Mutter die Viecher gestern schon fertig gemacht hat, wie ich vor der Arbeit kam. Und ja, dann wollte ich sie natürlich nicht mehr stören. Aber heute sind wir natürlich unten. Die haben sich mittlerweile ganz gut eingelebt, denke ich mal. Und ja, es gab natürlich schon ein bisschen Rangkämpfe hier drin. Ist klar, es ist eine Henne und ein Hahn. Der Hahn hat sich aufgemacht mit meinen Hühnern und die Hennen von mir haben sich aufgemacht mit der Henne. So ist es halt. Auf jeden Fall. Da sind sie. Das sind die zwei. Das sind Zwergseitenhühner. Der rechte ist der Hahn. Das linke ist die Henne. Ja, sind hier unten. Heute früh hat er schon gekräht, wie ich sie rausgelassen habe. Das hat auch schön funktioniert. Also das ist ganz toll. Und wie man sieht, die haben jetzt frische Einstreu. Ja, da hinten, die weiße ist übrigens eine der ältesten Hennen mit. Deswegen sieht die so gerupft aus. Die geht dann immer aufs Stängle. Ich denke, die wird eine von den allerersten mit gewesen sein, die ich gehabt habe. Ja, die wird ihre 13 Jahre jetzt haben. Also so viel zum Thema, wie alt können Hühner eigentlich werden, ne? Da habt ihr es, 13 Jahre. 2006 haben wir mit, na, Entschuldigung, Lüge. 2008 habe ich mit Hühner angefangen. Dann ist er 11 Jahre. Ja, die anderen alle. Ja, und das sind wie gesagt die zwei neuen. Ich denke, die fühlen sich schon wohl. Das ist euch nicht geheuer, hä? Was ist das? Hey, jetzt war. Die Henne hatte, glaube ich, schon einen Namen. Ich denke, die hieß Gundel. Der Hahn noch keinen. Gute Frage, wie nennen wir denn? Ein Rotraner hatte ich mal, den Hahn. Ich würde sagen, dann ist das jetzt wieder der Rotraner. Weil die zwei Böcke da hinten, die zwei großen, sind einmal Konstantin und einmal der Rasputin. Und die Schweinchen, die rufen schon wieder. Ja, das sind auf alle Fälle die Hühner. So viel auf alle Fälle zu den zwei Neuzugängen, die ich hier unten habe. Ja, weil die Zwergseitenhennen ist es so, die gehen nicht auf die Stängchen hoch. Das habe ich schon festgestellt, die waren gestern dann nicht mehr auf die Stangen oben gesessen, sind auch nicht drauf.
Und ich weiß das eben mal über den Kleintierzuchtverein, dass die nicht wie die anderen auf höher gelegene Stangen aufgehen, sondern eher unten im Bodenbereich bleiben. Wo die gestern saßen, das war hier auf der Treppe. Ja, halt der übliche Platz, ne? Wo auch die Hennen sitzen, die quasi nicht mehr aufkommen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, statt immer Sägespäne oder Stroh einzustreuen. Meine Tiere stehen ja alle auf Stroh, wisst ihr ja. Und ja, da können sie sich dann ins Stroh ein wenig ein Nest einbauen, wenn sie wollen. Das ist auch für die alte Henne da unten, ist das nicht schlecht. Die kommt, wie gesagt, auch nicht mehr auf die Stängel. Sie frisst noch ganz normal, sie säuft noch ganz normal. Sie legt auch in der Woche ab und an mal noch ein Ei. Im Moment legen sie alle gar nichts. Das ist einfach, weil es Winter ist. Da sind die einfach nicht bereit zu legen. Das ist halt einfach so bei den Hühnern. Ja, bei anderen wäre sie wahrscheinlich mit Sicherheit schon geschlachtet worden, weil eine alte Henne, die nur noch da unten am Boden rumhockt, die nicht mehr so großartig draußen rumrennt. Wobei, rausgehen tut sie und frisst auch noch Würmer. Sie liegt halt viel. Ist halt einfach so. Wie gesagt, da mag es dann sein, der ein oder andere sagt, die wäre schon lange weggekommen, aber bei mir nicht, die dürfen alt werden. Tja, und die Kleinen hier picken fleißig die Kanne. Ja, da hinten haben wir jetzt zugemacht. Da ist dann Feierabend und im letzten Video, da ist quasi die Frage gekommen, kannst du denn dann mal wieder zu die Schweine? Im letzten Video habe ich gesagt, ich bin nicht zu die Schweine gegangen, weil sie sehr laut gegrunzt haben, weil sie hungrig waren und weil ich gedacht habe, das Video ist eh schon so lang, dann muss das nicht sein. Jetzt sind wir doch bei den Schweine. Ich gehe mal rum, dann sieht man sie ein bisschen besser als durch das Netz. Ja, das sind meine beiden. Was denn? Ihr habt immer noch Hunger, ne? Ja, weiß ich schon. Meine zwei. Was denn? Der Schöne. Ja. Was ist denn los? Ja, hier habe ich auch ein bisschen ausgemistet. Hab dann vorne gleich wieder ein wenig rausgewaschen. Ich habe die Box das Mal nicht getauscht. Hab da vorne ein wenig rausgefleit. Und dann schaut die Sache auch wieder gut aus. Dann ist das wieder frisch. Ja, dann passt die Sache, ne? Gell? Ich wollte was zu fressen. Ich weiß. Dann gibt's doch was. Ich werde es raus, sonst könnte ich da innen bloß wieder. Zuspannen brauchen wir nicht. Die Tür hält von allein. So. Gut, die machen wir gleich aus dem Haken raus. Ihr wollt was, ne? Und mal dran. Salat hatte der vorhin schon. Eine feine Ladung. Da haben sie was zu tun. Die freuen sich und ich freue mich auch. Also gewachsen sind sie auch wieder ein bisschen. Gewichtstechnisch, naja, aufheben kann man nicht immer so einfach. Also so war zappelt er recht auf. Das Mal ist ja mittlerweile recht schwer mal eben. Der Große. Ja, das geht voran. Ich habe sie jetzt immer noch alle zwei. Ich habe ja schon mal gesagt, eine Zuchtsau habe ich noch nicht. Und die bleiben so lange zu zweit, bis ich da mal eine Zuchtsau habe. Ich mache das nicht, dass einer alleine steht, das will ich nicht. Und deswegen sind sie nach wie vor zu zweit. Schaden wird es mit Sicherheit auch nichts. Auch wenn da jetzt wieder andere Meinung sind. Ich halte es so, wie ich das will. Er halte das so, wie ihr das wollt. Und wieder andere halten das wieder ganz anders. Das ist mir aber eigentlich relativ. Weil immer wieder hier so quasi ein wenig drauf rumgepackt wird. Ja. Ob das überhaupt alles lohnt, die Landwirtschaft, ob das überhaupt alles sinnvoll ist, ob das überhaupt was bringt und das ist ja ein totales Verlustgeschäft. Also erstens einmal in meine Finanzen braucht ihr gar nichts zu suchen haben. So viel sei mal gesagt, es geht niemandem was an. Wenn es ein Verlustgeschäft wäre, wenn es gar nichts damit verdienen würde mit dem Ganzen, würde ich es nicht machen, weil, wie gesagt, ich habe ursprünglich einmal in der Schule den Betriebswirtschaftszweig gehabt. Ich kann sehr wohl mit Geld umgehen. Ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn das manche glauben mögen.
und ich halte es so, wie ich will. Und nur weil heutzutage die meisten Betriebe halt auf eine Tierrasse spezialisiert sind und der Betrieb dann halt größer ist und nicht im Nebenerwerb, sondern nur noch im Vollerwerb, heißt das ja noch lange, dass die Landwirtschaft im Kleinen nichts mehr wert ist und dass das so, wie ich es jetzt mache, hier auch nichts wert ist. Ich habe die Landwirtschaft im Endeffekt so, wie es früher war. Wir hatten früher schon Viecher, verschiedene Viecher daheim. Es war hauptsächlich in erster Linie für die Eigenversorgung und das ist nochmal das Allerwichtigste. Ich kann das machen, ich habe die Mittel und Wege dazu, also warum sollte ich das nicht machen? Und das Zweite ist, mir macht das Ganze Spaß, es ist wie ein Hobby auch für mich. Von daher, wo liegt dann das Problem? Wem das nicht passt, ist mir egal, ist ja nicht mein Problem. Ich habe mal Freude dran, ich lasse mich da auch nicht mehr ärgern, weil, wie gesagt, soll jeder halten, wie er will, jeder fährt vor seiner eigenen Haustür. Ich finde es bloß dann immer ein bisschen lachhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade jetzt mit den ganzen Demos überall. Da heißt es immer Zusammenhalt in der Landwirtschaft. Und dann aber andererseits sind immer ein paar so Spezialisten dabei, die hacken dann drauf rum und sagen dann, du Kleine, gib halt auf, dann haben wir wenigstens nicht mehr Fläche. Also von Zusammenhalt in der Landwirtschaft, da verstehe ich halt irgendwas anders drunter. Nichtsdestotrotz, die Demos, nur um da auch immer was dazu zu sagen, ich finde sie sehr schön. Finde ich grandios, passt hervorragend. Weiter so, ich wäre gerne auch nach Berlin gegangen, allerdings ohne Schlepper. Aber wie ihr wisst, ich bin Nebenerwerbslandwirt, ich mache das im Nebenerwerb daheim. Ich gehe noch auf der Arbeit und ich kann nicht einfach hergehen und kann auf der Arbeit sagen, nach Belieben, so, ich mache jetzt heute frei, ich mache jetzt morgen frei, ich will jetzt dann nochmal weg, ich will das nicht machen, sondern ich muss mich da auch ein bisschen an Regeln halten. Das ist einfach so. Und ja, dann funktioniert sowas halt leider nicht. Ja, sonst gibt es in diesem Video nichts weiter zu sagen. Ist wie gesagt wieder ein bisschen kürzer. Das meiste wird jetzt im Winter wieder am Wochenende passieren. Das ist einfach so, weil wenn es draußen stockfinstere Nacht ist, dann wird bei mir halt nichts los sein. Vielleicht, dass es dann auch mal im Weihnachtsurlaub dran geht, dass man mal irgendwelche Maschinen zusammenrichtet, klar. Oder auch mal irgendwas repariert oder was in der Halle steht, aber aktuell ist da nichts unter der Woche, solange ich arbeite, ist da eher weniger. Da passiert da fast nichts. Da ist halt das normale Prozedere, ich gehe in meine Stelle, ich versorge die Pferde oder das Pferd, den Esel, ich versorge die Ziegen, ich versorge meine Schweine, ich versorge meine Hühner. Hey, 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 hey! Alter, hier schon! Ranker der Schüttere. Ja, und dann passiert da einfach weniger in der Zeit. Dafür am Wochenende halt dann vielleicht wieder ein bisschen länger mal gucken. Die Nachricht, wie es dann ausschaut mit die Kühe oder ob ich die angeschaut habe, vielleicht habe ich ein oder andere Bilder gemacht, die kann ich euch dann im nächsten Vlog vielleicht bezeigen. Und ansonsten war es das jetzt. Mal gucken, vielleicht am Samstag, dass es einen Livestream gibt. Ich kann es noch nicht versprechen. Wenn, dann seht ihr das ja. Wenn nicht, dann seht ihr das nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder. So wahr Gott will. kann ja sein, dass man vom Blitz erschlagen wird. Oder von der Lanne fällt. Oder was der Teufel. Aber ansonsten bis nächste Woche. Ich wünsche euch was. Servus.